herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, wie ihr es bestimmt schon den Titel entnehmen konntet, ist dieses Video ein No Mirror Make-up Challenge. Und ich bin so gespannt, wie ihr das findet, weil ich hatte mal Bock, das auch zu machen. Und das hat bestimmt schon jeder Make-up-YouTuber schon gemacht, nur ich nicht. Deswegen wollte ich das mal ausprobieren und bin sehr gespannt, wie ich das hinbekommen werde. Ich habe meine Sachen auch hier schon neben mir liegen. Und dann würde ich sagen, quatsche ich nicht lange rum. Viel Spaß beim Zuschauen und los. So, als erstes fange ich an, mir mit dem Skin Toner von der Paulo Maria. Und übrigens, alle Produkte sind in der Infobox. Also alle Produkte, falls ihr nicht wisst, was ich in diesem Video gezeigt habe oder benutzt habe, findet ihr alles nochmal in der Infobox geschrieben. Starten wir mal mit dem Lovely Skin Toner, um mein Gesicht zu cleanen und vorzubereiten. Und da nehme ich jetzt ein Watschepad. Und keine Sorge, ich sehe mich nicht. Also ich habe hier auch einen Spiegel, aber ich gucke nicht rein. Also ich habe ihn jetzt umgekehrt hingelegt, dass ich überhaupt nichts sehen kann, weil ich kurzsichtig bin. Deswegen werde ich mich jetzt hier auch nicht sehen. Also ich sehe halt so ein bisschen verschwommen. Deswegen werde ich nicht sehen, ob ich hier irgendwie Make-up-Band habe oder so, falls das passieren sollte. So, und jetzt werde ich mein Gesicht erstmal tonen. Ach, es brennt ein bisschen in den Augen. Aber ich finde das Produkt wirklich sehr, sehr schön. Also sehr gut von Paulo Maria. Jetzt benutze ich das Aloe Water von L'Oreal und gebe das so als Pflege unten drunter und auch um meine Haut Feuchtigkeit zu spenden auf meine Haut. So. Und zwar ist das von Essence, die Pure Nude Make-up Foundation in der Farbe 10, Pure Beige. Und ich bin gespannt. So, da gebe ich mir zwei Pumper auf meinem Handrücken. Und jetzt trage ich das auf. Ach du Scheiße. Ich hoffe nicht, dass das jetzt zu viel ist. Boah, ist echt nicht leicht. Könnt ihr auch mal ausprobieren. Da werdet ihr merken, es ist nicht so leicht. Natürlich meinen angefeuchteten Beauty Blender, der von Batik. Nehme den Rest einfach hier drauf und werde das jetzt damit in meine Haut einblenden. Ich hoffe, dass ich keine Make-up-Ränder haben werde. Deswegen verteile ich das auch hier runter. Und auch hier am Ansatz. Auch am Ohr so ein bisschen. Dann machen wir weiter mit Puder. Weil Concealer benutze ich nicht. Weil ich benutze eigentlich Make-up so nur. Also nur die Foundation, weil ich finde, das reicht. Weil die deckt alles gut ab und werde jetzt das Puder hier benutzen von Essence, das All About Matte Fixing Compact Powder. Da ist mir leider der Deckel kaputt gegangen. Passiert. Und genau, das ist einfach so ein weißes einfach. Und das gebe ich mir jetzt auf mein Gesicht, um die Foundation zu setzen. Und nicht wundern, falls ich nicht hier in die Kamera schaue, aber einfach zur Sicherheit. Also ich sehe mich trotzdem nicht, aber ich kann ja sehen, wo ich schon was gemacht habe, deswegen, also wo ich jetzt hier gerade, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, ist ja auch egal, auf jeden Fall, gucke ich nicht in die Kamera, deswegen nicht wundern. So, Puder ist drauf. Okay, ein bisschen unter den Augen vielleicht noch. So, weil sonst ist die, weil die Foundation ist halt sehr klebrig, weil die, glaube ich, auf Wasserbasis ist. Deswegen ist die halt sehr klebrig, finde ich. Also die von Essence. Ja, genau, von Essence. Und jetzt machen wir weiter mit den Augenbrauen. Obwohl, ich gebe erstmal Fixing Spray drauf. So.
und blende das alles nochmal, also arbeite das so ein, damit das irgendwie nicht cakey oder so ist. Weil ich da immer so, also ist so ein Tick von mir, dass ich das immer nach dem Pudern nochmal Fixing Spray drauf mache. Und da benutze ich das Essence It's All About Brows. Kennt ihr bestimmt alle von mir, also benutze ich so immer. Und jetzt bin ich gespannt. So, also ich werde erstmal meine Augenbrauen, glaube ich, durchbürsten. Und wo ist jetzt mein Bürster? Hier. So, auf jeden Fall bürste ich die jetzt durch. Also Augenbrauen, würde ich sagen, ist so das Schwerste. Weil man die ganze Zeit sich so rantasten muss, bis man irgendwie das Gefühl hat, dass man alles irgendwie ausgefüllt hat. Und ich bin mir sicher, dass ich übermalen werde. Weil ich glaube, keiner kriegt das so richtig hin, außer Profis vielleicht. Aber ja, okay, fangen wir mal an. Oh, das ist so schwer. Das ist so schwer. Ich glaube, ich habe mich schon übermalt und ich glaube, das wird echt fleckig aussehen und vor allem vorne ist das, glaube ich, nicht so einfach. Ich bin gespannt auf das Endergebnis. Genau. Dann mache ich weiter mit den Augen. Da werde ich jetzt meine Wimpern biegen. Boah, ich habe echt Angst, nicht, dass ich mir da was einklemme. Und zwar ist das eine Wimpernzange von Evelyn. So. Dann benutze ich eine Mascara. Und zwar ist das die Lash Princess von Essence, die Volume Mascara. Kennt ihr bestimmt alle. Und jetzt werde ich mir damit die Wimpern tuschen. Und ich bin mir sicher, dass ich mir damit, also dass ich gleich so Flecken oben haben werde. Ja, ich habe es bemerkt gerade. Andere Seite. Ich komme mal ein bisschen näher, gucke aber nicht in die Kamera, damit ihr das so sehen könnt, wie es aussieht. So. Oh, ich habe Lippenpflege vergessen. Da benutze ich einfach das von Blistex Happy Lips Strawberry. Und genau, damit die Lippen schön gepflegt sind. Weil meine Lippen immer so trocken sind und ich hasse es eigentlich, wenn ich nichts auf den Lippen habe. Deswegen Lippenpflege. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Bronzen. Da benutze ich das einfach von Benefit, das Huda. In Mini. Und dazu benutze ich hier einfach so einen abgeflachten oder so einen angeschrägten Pinsel. Auch von Essence. So. Und ich hoffe, es ist nicht zu viel. Weil eigentlich sieht es in echt nicht so viel aus als in der Kamera. Also in der Kamera sieht es immer viel mehr aus, als es eigentlich ist. So, dann gehe ich mir hier auch an den Schläfen und auch hier oben an der Stirn, damit ich halt so ein bisschen eine Bräune ins Gesicht bekomme und nicht nur so einen Ton im Gesicht habe, weil ich finde schon, dass ich halt ein bisschen blass im Gesicht aussehe, wenn ich mich halt nicht schminke, beziehungsweise, dass mein Gesicht halt heller ist als der Rest meines Körpers, aber okay. So, gebronzt habe ich und jetzt machen wir mal weiter mit Blush.
Da benutze ich den von Catrice, den Blush Box Water and Sweatproof Blush in der Farbe 050 Burgundi. Genau, das ist so ein Altrosaton, so ein bieriger Altrosaton, finde ich. Und finde ich sehr, sehr schön. Benutze ich auch jeden Tag im Alltag und gebe mir das hier auf die Wangen. Da muss man aufpassen, dass man nicht zu viel nimmt, weil der ist wirklich sehr pigmentiert. Sehr pigmentiert. Und auf der anderen Seite ebenfalls. Und dann gebe ich das mir auch so ein bisschen hier über die Nase. Damit da auch ein bisschen Farbe hinkommt. Weil ich das so ein bisschen. Also ich finde das süß, wenn ich auch auf der Nase so ein bisschen Blush drauf habe. So. Dann. Ich muss überlegen, ob ich jetzt schon alles habe. So, Highlighter. Genau. Hier die Boutique Champagne Palette. Die sieht so aus. Die sieht schon ein bisschen mitgenommen aus. Und auch, wie man sieht, habe ich die schon sehr fleißig benutzt. Und werde das mit dem Real Techniques Pinsel, den Expert Face Brush, auftragen. Und da gehe ich in die Farbe Glaze, Champagne und Ibiza, also in jedem so ein bisschen. Und da gucke ich natürlich auch nicht in den Spiegel rein. Versprochen. So, und gebe mir das hier auf die Stellen, die ich halt highlighten möchte. Also auf meine Wangenknochen, dann unter meinen Augenbrauen. Hier ebenfalls. Und auf meinem Cupid's Bow, also Lippenherz. Und auf meinem Nasenrücken. Boah, ich bin so gespannt, Leute. Wie ihr das findet. Ob ihr findet, dass ich das gut gemacht habe oder ob das gar nicht klar geht. Und bin auch gespannt, wie ich das finde. So, da würde ich sagen, sind wir auch schon fertig. So mache ich immer mein Alltags-Make-up und jetzt benutze ich zuletzt noch das Fixing Spray, um das Ganze zu setten, und dann sind wir auch schon ready. So. Okay. Und ich blende das. Ich arbeite das gleich noch in meine Haut ein mit diesem Beauty Blender, damit das nicht so heftig ist mit dem Highlighter. Weil ich das nicht so mag, wenn man halt zu viel Highlighter auf dem Gesicht hat. Im Alltag, also so zu Partys oder so, finde ich das okay, aber so im Alltag oder für Videos finde ich das auch okay, wenn man halt so mehr Highlighter drauf hat. Und ich würde sagen, schauen wir mal in den Spiegel. Also ich habe mich hier in den Spiegel, ich habe noch nicht reingeguckt. Ich zeige es euch zuerst. So. Und jetzt schaue ich in den Spiegel. Ich bin so gespannt. Oh, Leute! Oh mein Gott! Oha! Also hier habe ich halt ein bisschen, also ich habe hier halt so einen Fleck. Ich finde, also ich bin echt positiv überrascht. Okay, mein Spiegel ist ein bisschen dreckig. Ja, aber ich finde, ich sehe sogar schöner aus, als wenn ich mich mit dem Spiegel schminken würde. Oder als wenn ich mich halt so normal schminken würde mit dem Spiegel. Also ich finde den Highlighter richtig schön. Also ich habe den richtig schön heute hinbekommen, weil sonst ist er irgendwie so bröckelig bei mir. Ich weiß nicht. Die Augenbrauen, die sind okay. Außer, dass halt hier so ein Fleck ist. Und hier, naja. Falls man das sehen kann. Also hier habe ich auch das nicht so gut hinbekommen. Aber sonst, Foundation, Make-up-Rand, habe ich nicht. Also nicht, dass ich da irgendwie was sehe. Bronzer habe ich auch ganz gut hinbekommen. Blush auch. Top, würde ich sagen. Ja. Wie findet ihr den Look? Findet ihr, dass ich das gut hinbekommen habe oder nicht? Stimmt mal in den Kommentaren ab und schreibt mir das mal in die Kommentare. Und übrigens, falls ihr ein Skincare-Routine haben wollt, mit einer Skincare-Sammlung mit integriert, dann könnt ihr sehr gerne hier bei mir abstimmen. Ich weiß nicht, wo das ist, aber genau. Ja, dann würde ich sagen, war es mit dem Video und ich hoffe natürlich, dass ihr viel Spaß hattet beim Zuschauen. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. See ya, love ya, bye!